Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Pokémon, das Sammelkartenspiel online. Wir machen unser komisches Geschenk auf und gucken, was drin ist. Es ist drin eine coole Karte. Geil, danke, heutiger Bonus. Nice. Ich spiele das jetzt schon ein paar Tage lang und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich hier so mache und warum das Spiel toll ist und ihr es auch spielen solltet. Ja, ja. Und dafür werden wir heute nicht in den Versus-Modus gehen, sondern wir werden eine Trainer-Herausforderung machen. Ist übrigens mega ungewohnt gerade, weil ich wieder im Sitzen aufnehmen muss. Das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber da ich dieses Spiel mit der Maus spielen muss, ging das nicht anders. Und ja, ihr seht schon, ich habe hier bei den Trainer-Herausforderungen schon ziemlich oft gekämpft. Jeder Stern bedeutet, ich habe einmal mit einem anderen Deck gegen die gewonnen. Also ich habe hier mit allen vier Decks, die ich habe, gegen jeden gewonnen und habe da meine Booster-Packs und so bekommen. Und das waren aber alles diese ganz einfachen Leute, die nur einen Typus an Pokémon haben. Und für euch Leute, für dieses Video habe ich mir jetzt die Candle ausgesucht, weil die hat gleich zwei Pokémon. Ich weiß noch gar nicht, was sie in ihrem Deck hat. Ich weiß nicht mal, was dieses Symbol da bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Das ist auf jeden Fall Blitz und deswegen werden wir wahrscheinlich mit Feuer spielen. Die Decks, die hier drinnen sind, die sind an sich nicht so geil. Die sind vorgefertigt und ich glaube, ich schalte das frei, wenn ich jetzt gewinne. Dann darf ich das auch nämlich im Versus-Modus benutzen. Auf jeden Fall ja nicht so geil. Flamara haben wir hier. Wir haben aber kein einziges GX-Monster und auch kein V- oder V-Max-Monster drin. Die kommen ja später, ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, um das Spiel zu erklären, weil ich habe mir überlegt, in dieser Folge erkläre ich dieses Spiel lieber ein bisschen, anstatt da schon irgendwie die krassesten Sachen zu machen. Oh, hey Dizzy, bislang hast du dich ganz gut geschlagen. Wollen wir mal sehen, welches deines Decks die Nase vorn hat? Ja, sie sieht auf jeden Fall cool aus hier, das bin ich, mit den Lockenhaaren, man kennt's. In echt sehe ich halt gar nicht so aus, aber irgendwie ging das nicht besser. So, wie geht Pokémon? Am Anfang zieht man ein paar Karten, dann muss man sagen, welches Pokémon das aktive sein soll. Es kann immer nur ein Pokémon aktiv sein. Und wir nehmen jetzt einfach mal Mauzi, weil warum nicht? Und man hat hier unten noch eine Ablage, wo man auch Basis-Pokémon hinlegen kann. Basis-Pokémon sind immer die Pokémon, die sich noch nicht entwickelt haben. Steht auch oben links auf der Karte drauf. Da können wir zum Beispiel Evoli reinpacken. Und Lavados hat auch keine Nachentwicklung oder Vorentwicklung, deswegen... Also keine Vorentwicklung. Deswegen ist es auch ein Basis-Pokémon, kann man auch hier hinlegen. Die Basis-Pokémon zählen dahingegen, dass man die eintauschen kann gegen das aktive Pokémon, wenn man zum Beispiel das aktive Pokémon rückziehen lässt. Aber Rückzug kostet, ich kann da nicht mit der Maus hin, aber unten links seht ihr, die Rückzugskosten sind ein Stern. Und dieser Stern bedeutet eine Energiekarte. Und diese Energiekarte braucht man, um angreifen zu können. Oh Gott. Also, mal gucken. Wir haben ja jetzt zum Beispiel hier Wohlfühlen. Das ist die erste Fähigkeit von Mauzi. Deswegen gebe ich jetzt meine Energiekarte an Mauzi. Das ist eine Feuerenergiekarte, aber diese Sternenergiekarte bedeutet, ist egal, was für eine Energiekarte du hast, du kannst jede hier ansetzen und alle Energiekarten zählen. Es gibt zum Beispiel, hier bei Lavados sieht man das zum Beispiel, die bräuchte jetzt für ihre erste Attacke, für dieses Glühen, eine Feuerenergiekarte. Aber dieser Stern bedeutet, ist egal, was für eine Energiekarte, gib mir einfach eine Energiekarte und ich kann irgendwas machen. Genau, man kann pro Zug immer nur eine Energiekarte an irgendein Pokémon anlegen, also entweder an das aktive oder auf der Bank. Und deswegen muss man da ein bisschen hantieren. Und Ziel des Spiels, das ist vielleicht noch am Anfang wichtig, ist es entweder alle 6 Preiskarten zu bekommen. Man bekommt immer eine Preiskarte, also ihr seht das hier, wenn man den Gegner besiegt, das aktive Pokémon vom Gegner. Und wenn man alle Preiskarten hat, dann hat man gewonnen. Oder man kriegt das hin, dass der Gegner gar keine Karten mehr im Deck hat, also dass er nicht nachziehen kann. Oder man besiegt alle Pokémon, seine aktiven Pokémon. Und wenn er dann keine Pokémon mehr auf seiner Bank hat, dann hat er auch verloren. Das sind die 3 Siegesarten, wie man gewinnen kann. Und ja, ansonsten ist das ein ganz normales Kartenspiel wie eh und je. Vielleicht noch wichtig, oben rechts bei Pokémon, da seht ihr die KP von den Pokémon. Und bei den Attacken sieht man auch immer, wie viel die abziehen auf der rechten Seite. Hier bei der Kratzfuhre ist es jetzt zum Beispiel auch noch so, dass man dann 3 Münzen werfen kann und bei jedem Kopf zieht man 20 Schaden ab. Also kann Kratzfurie insgesamt 60 Schaden abziehen, wenn man Glück hat. Das ist allgemein sehr viel RNG bei Pokémon, finde ich. Also da gibt es sehr viele Kopf- oder Münzwürfe. Aber werdet ihr schon alles merken. Na, was haben wir sonst noch? Wir haben hier noch Itemkarten. Itemkarten kann man so viele einsetzen, wie man will pro Zug. Sind quasi so wie die Zauberkarten bei Yu-Gi-Oh!, wenn ihr das kennt. Und mit dieser könnten wir zum Beispiel nach einem Pokémon, das weniger als 90 KP im Deck suchen. Und ich nehme natürlich Flamara, weil ich habe ja schon ein Evoli hier vorne. Und im nächsten Zug könnten wir dann das Evoli entwickeln zu Flamara, denn Flamara ist weiterentwickelt von Evoli, wie auch oben links sieht. Der steht auch, entsteht aus Evoli. Und wir haben ja noch was Cooles mit diesem Pokéball. Wenn wir, wenn wir Kopf gewürfelt hätten, sag ich fast, dann hätten wir nochmal ein Pokémon aus dem Deck rausziehen können, aber konnten wir nicht. Dann setzen wir noch einmal kurz Wohlfühlt ein, können eine Karte aus dem Deck ziehen und sobald man einmal angegriffen hat, endet auch der Zug. Jetzt ist der Gegner dran und kann tolle Sachen machen. Guck, er hat gleich seinen Typen hier verbessert. Oh mein Gott, aber er hat nur 2 Elektro-Dinger an seinen
an seinen Skunk-Tank rangepackt, deswegen kann er noch nicht angreifen. Er bräuchte jetzt noch so ein Finsternisteil, dann könnte er in der nächsten Runde Säurespeier einsetzen. Und das wäre nicht gut, Leute, das wäre gar nicht gut. Deswegen müssen wir jetzt mal irgendwie ganz schnell unser Flamara hochbringen, damit Flamara richtig krassen Damage macht. Dafür braucht die 3 Energie und eine davon muss eine Feuerenergie sein. So, ziehen wir noch eine Karte und gucken, was der Gegner macht. Und so läuft das jetzt die ganze Zeit. Oh nein, der hat tatsächlich noch so ein Energieteil und der macht da einfach uns One-Hit. Das gibt's ja gar nicht. Unser armes Mauzi. Ja, und er hat jetzt eine Preiskarte erhalten und wenn er noch 5 erhält, hat er halt gewonnen. So, das ist aber sehr schlecht. Wir können nämlich überhaupt gar nichts machen. So, wir können nämlich weder angreifen. Der macht einfach schon 70 Damage. Und er kann eine angelegte Energie von dem Pokémon, das wir aussehen, dass er angreift, wenn er Kopf würfelt. Oh mein Gott, diese ganzen Sätze. auf dem Ablagestapel tun. Das ist richtig, richtig schlecht gerade. Ja, ich glaube, ich packe einfach mal Lavados nach vorne, weil Lavados stirbt zumindest nicht mit einem Hit. Okay, Vulcano haben wir auch, aber so richtig was bringt, tut das nicht. Und jetzt ist halt die Frage, was wollen wir machen? Opfern wir Lavados, sodass wir nicht mit ihm angreifen und jetzt unsere ganze Energie zum Beispiel auf Flamara packen? Weil Flamara könnte zumindest mit heißer Atem 80 Damage machen, wenn wir Glück haben. Das langt aber auch nicht, ist die Sache. Okay, ich würde sagen, wir geben Lavados eine Flammenkarte, damit er zumindest 20 Damage machen kann. Und jetzt gehen wir permanent auf Flamara. 2 Runden haben wir ja noch, bis Lavados tot ist. Sollte zumindest so sein. Und dann könnten wir mit etwas Glück 80 Schaden machen, sodass der Skunk-Tank dann zumindest weg ist. Das läuft aber gerade sehr, sehr schlecht. Also die Matches davor waren sehr viel einfacher gegen diese Trainer. Ich muss aber auch sagen, diese ganzen Standard-Decks, die man hier bekommt, sind auch nicht wirklich gut. Oh, das ist aber gut. Giovannis Intrige. Damit kann man nicht machen, dass wenn man das einsetzt, dass man dann 20 Damage mehr macht in der Runde. Das wäre auch noch eine Idee. Aber ich bin irgendwie gerade mehr dafür, dass wir unser Flamara hochbringen und dann mit dem ganz viel Damage machen. Wenn wir jetzt nochmal 20 Damage mit Lavados machen, dann ist der auf jeden Fall tot, wenn Flamara gleich reinkommt, ja. Okay. Leute, das funktioniert. Wir kriegen das auch hin. Der hat zwar schon 2 Preiskarten, aber wir kriegen das auch hin. Der Skunk-Tank ist jetzt auf jeden Fall tot. Und die gute Sache ist, sobald sein Skunk-Tank tot ist, hat er keine Energiekarten mehr auf seinen anderen Pokémon. Das heißt, er kann überhaupt gar nicht mehr angreifen. Das ist schon ganz knorke. So, hier, du kriegst noch deine 3. Energie. Und jetzt, heißer Atem des Todes. Oh, sogar mit 80 Damage. Geil, so, damit ist der weg. Wir kriegen unsere Preiskarte auf die Hand. Ein Energiezugewinn, auch nicht schlecht. Damit kann man sich 2 Basisenergiekarten vom Ablagestapel hier holen. Also Ablagestapel ist der Stapel, wo die Karten hinkommen, wenn die sterben. Oder es gibt natürlich auch Karteneffekte, die machen, dass du Karten von der Deck zum Beispiel oder aus der Hand immer auf den Ablagestapel tust. Bliblablub. Bin ich gespannt, was er macht. Er hat auf jeden Fall ein Dedenne. Ist das eigentlich eine Vorentwicklung von irgendwas? Ich glaub schon, ne? Aber nicht von Pikachu, obwohl die ja ziemlich gleich aussehen. Oh, hat er schon Raichu, sehe ich gerade. Er hat schon Pikachu einfach weiterentwickelt. Ja, aber jetzt kann er gerade nicht angreifen. Das ist sehr gut für uns. Und mit ein bisschen Glück würden wir den Dedenne sogar tot kriegen, wenn wir nochmal Kopf würfeln. Wir können aber auch einmal hier nach einer Unterstützungskarte suchen. Unterstützungskarten kann man übrigens nur einmal pro Zug einsetzen. Nehmen wir die und die Feuerkarte. Ich glaube, die Feuerkarte packe ich dann auf Arcani, weil Arcani ist recht stark. Ja, und jetzt kann ich leider Giovannis Intrige nicht mehr einsetzen, weil das auch eine Unterstützerkarte ist. Das war dumm. Ich glaube, ich hätte den sonst eingesetzt. Dann müssen wir jetzt Glück haben, dass wir Kopf... Ja, okay, cool. Dass wir Kopf... Ich will immer würfeln sagen, aber schnipsen? Dass wir Kopf schnipsen haben wir geschafft. Geil, läuft bisher ganz gut. Er greift nicht an. Ich hätte sowieso nichts zum Heilen. Und dem wäre alles cool. Okay, jetzt müssen wir hoffen. Ich setze mal Giovannis Intrige ein. Das wäre zwar richtig krasses Glück, wenn das jetzt nochmal funktioniert. Aber wenn wir jetzt nochmal Kopf würfeln, dann sollte auch sein 100 Pokémon... Ja, what the fuck? Dann ist der auch einfach tot, weil wir 20 Schaden mehr gemacht haben. Okay, das läuft richtig gut. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich gegen so einen 2-Typus-Gegner... Oh, so gut bin. Und der macht einfach meinen Flamara One-Hit. Ich fasse es ja nicht. Wie kannst du es wagen, Raichu? Oh, aber verliert also all seine Energien. Dann ist Raichu ja richtig scheiße. Vor allem, da waren einfach 4 Energien dran. Warum hat er denn 4 Energien daran gepackt? Er brauchte nur 3, um anzugreifen. Weiß ich nicht. Also irgendwie sind die auch ein bisschen komisch, die Gegner. Naja, mir soll es egal sein. So, hier. Spüre meinen Flammenwurf. Kostet mich zwar auch eine Energie leider. Jedes Mal, wenn ich angreife, aber das ist schon in Ordnung. Wir kriegen ja auch immer wieder neue aus unserem Preisdinger. Das ist übrigens
random, was in den Preiskarten sind. Das sind einfach 6 Karten, die obersten Karten, die in dein Deck nach dem Mischen da waren. Die kommen in die Preiskarten. Das heißt, es kann auch ab und zu sein, dass deine krasseste Karte, die du in dein Deck hast, mit der du eigentlich immer gewinnen willst, plötzlich in den Preiskarten drin ist. Ich bin gerade ein bisschen froh darüber, dass wir einen Fukano gefunden haben. Denn wenn der jetzt irgendwie noch unser Akani besiegt hätte und wir nichts auf der Bank hätten, dann hätte er auch einfach gewonnen. Also ich gebe Fukano natürlich nochmal eine Feuerkarte und ich finde, wir können mal alle unsere Karten ablegen und 7 neue Karten ziehen. Das klingt ganz gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir paralysiert leider, deswegen konnten wir diese Runde noch nicht angreifen. Aber in der nächsten Runde ist der Tod. Es sei denn, okay, er paralysiert uns diesmal nicht. Nice. Okay, das ist dein Untergang, Pikachu. Das war ein Fehler, dass du mich nicht angegriffen hast. Akadi, ich wähle dich. Und aktives Akadi, du bist auch dran. Besieg dein komisches Pikachu. Ah, keine Ahnung. Leute, spielt ihr Pokémon? Also ich habe Pokémon, das Trading Card Game, für richtig gern gespielt, muss ich sagen. Ist übrigens viel zu oft, muss ich sagen, ist mir aufgefallen. Das möchte ich abstellen. Aber dann bin ich irgendwie zu Yu-Gi-Oh! Gekommen. Yu-Gi-Oh! Fand ich dann viel geiler, aber inzwischen finde ich Pokémon viel besser wieder. Und ja, damit haben wir gewonnen, weil wir alle Preiskarten gewonnen haben. Yay! Also ich habe ein Sternchen bekommen, kriegen noch eine Karte für unser Feuerdeck und das sollte jetzt eigentlich ganz freigeschalten sein, weil ich mit dem jetzt 6 Mal gewonnen habe. Oder 7 Mal. Ja, 7 Mal. Ist da ein Lavados bei? Ja, okay, cool. Aber ich hatte schon einen Lavados, jetzt habe ich 2 Lavadosse. Okay, auf jeden Fall gehört mir das Deck jetzt auch. Und jetzt kann ich das für die Versus-Matches zum Beispiel einsetzen. Ja, dann würde ich sagen, war das jetzt zwar recht langweiliger Kampf, weil diese Trainer-Herausforderungen nicht das allerkrasseste sind und der hätte auch irgendwie besser agieren können. Aber ja, ich finde das Spiel ist witzig. Könnt mir ja mal sagen, wie ihr das Spiel findet. Ich würde sonst nochmal einen Versus-Modus in der nächsten Folge machen, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Da geht es dann auch mehr ab, weil ich habe ja schon eigene Decks erstellt. Hier mit einem schönen Chigi drauf. Und das kann ich euch dann zeigen. Da sind dann auch hier G-Max und V-Max-Dinger drin. Ich finde das Deck ganz cool. Müsst ihr mal sagen, ob ihr das sehen wollt. Ja, ich hoffe, ich habe das alles ganz okay erklärt, dass ihr verstanden habt, wie dieses Spiel geht. Vielleicht wollt ihr es ja jetzt auch spielen, das wäre toll. Ist auf jeden Fall umsonst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.